Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format Aktienanalyse neu gedacht. Heute geht es um eine Bank, die vom Boom bei Kryptowährungen stark profitiert. Sicher habt ihr euch schon einmal gefragt, was an diesem Format hier neu gedacht wird. Das will ich mal ganz kurz erklären, aber bitte stellt euch zuerst eine Frage. Nach welchen Kriterien wählt ihr Aktien aus? Vielleicht geht ihr dabei wie der Großteil der Privatanleger vor und kauft aufgrund von Emotionen oder irgendwelchen heißen Tipps. Egal wie ihr vorgeht, die Vorgehensweise dieses Formats ist anders. Sie ist neu insofern, dass die Aktien dieses Formats immer aufgrund eines bestimmten Handlungsstrategies ausgewählt werden, wobei die Strategien strengen und systematischen Regeln folgen. Die Grundlage hierfür bieten unsere Aktienpaper, die täglich aktualisiert werden. Somit werden wir stets auf dem Laufenden gehalten, womit es wiederum möglich ist, solche Aktien zu besprechen, die eine große potenzielle Chance auf steigende Kurse vorweisen. Bevor es losgeht, will ich euch kurz zeigen, wie wir heute vorgehen. Also ich zeige euch kurz, wie ich auf die Aktie aufmerksam wurde. Wir gehen auf die Unternehmensbeschreibung ein, sehen uns kurz das Geschäftsmodell an, gehen auf den Wachstumscheck ein, wir schauen uns die Wachstumsaussichten und die Risiken an, die Chartanalyse und am Schluss schauen wir uns noch das Für und das Wider an. Ja, nun will ich euch aber gleich mal zeigen, wie ich auf das Unternehmen aufmerksam wurde. Dazu gehe ich wie immer auf traderfox.de und öffne dort das Tool Paper. Dabei handelt es sich um einen digitalen Kiosk, auf dem wir börsentäglich PDF-Dokumente zur Verfügung stellen, die alle wichtigen Infos zu einer Trading- bzw. einer Anlagestrategie beinhalten. Das Paper Skyrocketing Stocks, um das es heute gehen wird, das findet ihr ja genau hier. Es wird börsentäglich von uns aktualisiert. Ihr könnt das Paper auch bequem per E-Mail beziehen, einfach dann hier eintragen. Um auf das Tool zugreifen zu können, benötigt ihr neben unserer Software das Morningstar Datenpaket. Infos dazu findet ihr rechts oben. Ja, wie gesagt, mit dem Paper beschäftigen wir uns. Ich öffne das einfach jetzt mal. In diesem Paper werden die attraktivsten Wachstumsaktien der USA nach der Strategie von Dan Sanger vorgestellt. Es geht hier also auch um High-Beta-Stocks. Auffällig an dem Screening ist aktuell, dass auf den vorderen Plätzen vor allem Aktien aus dem Sektor Financial Services zu finden sind. Ich wechsle jetzt mal kurz hier die Ansicht, dann kann man das nämlich auch besser sehen. Also und ihr seht hier Financial Services, hier Technology, Financial. Also es ist schon wirklich auffällig und aus diesem Grund werden wir auch heute ein Finanzinstitut besprechen, so zumal sich die Aktie aktuell auch auf Platz 1 hier befindet. Wie ihr sehen könnt, es handelt sich um Silvergate Capital. In unserem 10-Bagger Depot hatten wir das Unternehmen übrigens bereits schon im Januar vorgestellt. Silvergate Capital ist ein US-Finanzinstitut, das sich auf Gewerbeimmobilien und Einfamilienhauskredite spezialisiert hat und frühzeitig in die Blockchain investiert hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen Banken, welche die Blockchain nicht verstehen und Kryptowährungen als investierbares Asset lange unterschätzt haben, hat sich Silvergate bereits frühzeitig als globale und digitale Zahlungsplattform positioniert und ist inzwischen in diesem Bereich führend. Silvergate Capital nimmt mit seiner Plattform die Rolle als Vermittler zwischen digitalen Währungsbörsen und Anlegern, die in Kryptowährungen investieren wollen, ein. Der Firmensitz von Silvergate, der befindet sich in La Jolla in Kalifornien. Das Unternehmen, das wurde 1988 gegründet, ging 2019 an die Börse und beschäftigt sich seit 2012 mit dem Markt für Kryptowährungen. Es fällt in den Sektor Financial Services und ist der Branche der Regionalbanken zuzuordnen. Die Marktkapitalisierung, die beträgt 3,6 Milliarden US-Dollar. Damit gehört das Unternehmen zu den Mid-Caps.
Das Geschäftsmodell von Silvergate Capital, das ist nicht schwer zu verstehen. Die Bank, die bietet finanzielle Dienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden an, wie beispielsweise die Vergabe von Immobilienkrediten. Seit 2014 bietet die Bank zudem Einlagenkonten für institutionelle Investoren an, damit diese ihre digitalen Vermögenswerte sicher verwahren können. Ja, und das große Wachstum und auch der First-Mover-Vorteil von Silvergate Capital, der ist darin zu finden, dass das Unternehmen sein eigenes Zahlungssystem für digitale Währungen, das Silvergate Exchange Network, also abgekürzt SEN, entwickelt hat. Damit konnte sich Silvergate bereits frühzeitig als globale und digitale Zahlungsplattform positionieren. Mit dem Zahlungssystem SEN nimmt Silvergate die Rolle als Vermittler zwischen digitalen Währungsbörsen wie beispielsweise Coinbase, ja, und wie gesagt, Anlegern, die in Kryptowährungen investieren wollen, ein. Der Schwerpunkt, der liegt da klar auf den institutionellen Anlegern, da die Bank 60 Börsen- und OTC-Handelsplätze mit über 500 institutionellen Anlegern verbindet und ihnen ermöglicht, rund um die Uhr und weltweit in nahezu Echtzeit zu handeln. Viele der Bankkunden, die verwenden Handelsstrategien, die denen an den Aktien- oder Rohstoffmärkten sehr ähnlich sind. Damit liegt der Vorteil von SEN klar auf der Hand. Da es sich um ein Echtzeit-Zahlungsnetzwerk handelt, können Überweisungen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr abgewickelt werden, während man bei konventionellen Banken nur während der Bankzeiten die Order ausgeführt bekommt. Da Kryptowährungen aber ständig gehandelt werden, bietet das SEN-Netzwerk natürlich riesige Wettbewerbsvorteile, weil das Geld von überall und zu jeder Zeit bewegt werden kann. Um die Kennzahlen zu betrachten, werfen wir mal einen Blick auf den Wachstumscheck, der die Attraktivität von Wachstumsaktien prüft. Dabei kann eine Aktie insgesamt 15 Punkte erzielen. Die Verteilung der Punkte, die richtet sich nach dem Wachstum, der Finanzierbarkeit des Wachstums, der Trendstärke und der Bewertung. Silvergate erhält nach diesem Check 12 Punkte, wobei aktuell 9,9% aller Aktien einen besseren Stand aufweisen. Dabei ist festzustellen, dass es einen Punktabzug beim Umsatzwachstum der letzten 2 Jahre gibt, was mit gut 8% ja nicht wirklich hoch war. Allerdings ist dies zu vernachlässigen, da das überproportionale Wachstum der Bank ausschließlich durch die SEN-Plattform angetrieben wird. Das heißt, das Neukundenwachstum, das nimmt dann zu, wenn die Nachfrage nach digitalen Währungen zunimmt. Und genau dies passiert seit gut einem halben Jahr. Während Ende 2018 nur 542 Kunden auf der SEN-Plattform vertreten waren, waren es Ende 2019 bereits 804 und Ende 2020 konnte das Unternehmen mit 969 Kunden auftrumpfen. Der Gewinn pro Aktie, der belief sich im letzten Jahr auf 1,35 US-Dollar, was nahezu einer Verdoppelung im Vergleich zu 2015 gleichkommt. Ebenso konnte sich der Umsatz in 2019 auf 86,7 Millionen US-Dollar nahezu verdoppeln. Die Plattform, die bietet zudem für die Bank den großen Vorteil, hohe Summen an unverzinslichen Einlagen einbringen zu können. Da die Bank dafür keine Zinsen zahlen muss, hilft dies letztlich, die Gesamtmarge von Silvergate zu erhöhen, wobei die Nettomargen in 2020 bei beachtlichen 26,6% lagen. Zum Ende des vierten Quartals machten die unverzinslichen Einlagen 95% der gesamten Einlagen von Silvergate aus. Und auch dies ist ein herausragender Wert, wenn man bedenkt, dass die meisten Banken froh sind, wenn sie 30% der gesamten Einlagen aus unverzinslichen Anlagen erhalten. Silvergates Kosten für Einlagen betrugen im Ende des vierten Quartals nur 0,01%, was selbst in dem aktuellen niedrigen Zinsumfeld enorm ist. Ja, wenngleich es sich bei Silvergate um eine stabile Bank handelt, die sehr profitabel arbeitet, ist dennoch negativ anzumerken, dass die Bewertung mit einem aktuellen KUV von 37 und einem KGV von 110 sehr ambitioniert ist. Dabei gibt es eine starke Korrelation zwischen der Performance der Aktie von Silvergate und dem Kurs vom Bitcoin. Der CEO von Silvergate, Alan Lane, der sagte zuletzt auch, dass der Kursanstieg von Bitcoin und die vermehrte Handelsaktivität mit Bitcoin ein
Grund für die zuletzt starke Handelsaktivität auf Sen gewesen sei. Somit dürfte klar sein, dass ein Einbruch beim Bitcoin auch den Kurs der Silvergate-Aktie belasten dürfte und ein weiterer Anstieg des Bitcoins auch vorteilhaft für Silvergate wäre. Wenngleich ich davon überzeugt bin, dass das Potenzial der Blockchain, also der Open-Source-Technologie, die hinter den Kryptowährungen steht, riesig ist und Kryptowährungen, naja, sagen wir mal, in 10 Jahren ein wichtiger Teil unserer digitalen Gesellschaft sein dürften, muss eben auch berücksichtigt werden, dass der Markt für Kryptowährungen extrem volatil ist. Während die Nettozinserträge nach wie vor einen wesentlichen Anteil an den Gesamtumsätzen ausmachen und somit das Brot- und Buttergeschäft darstellen, dürfte das Wachstum durch das gebührenbasierte Modell der Sen-Plattform, denke ich mal, weiter an Bedeutung gewinnen. Und so geht das Unternehmen selbst davon aus, dass es sich aktuell noch in einer absoluten Anfangsphase der Monetarisierung der Sen befindet. Es sieht immer mehr Möglichkeiten, neue Produkte einzuführen und damit das Gebührenmodell auszuweiten. Ein gutes Beispiel ist Sen Leverage. Dabei handelt es sich um ein Produkt, welches Kunden ermöglicht, Kredite in US-Dollar zu erhalten, aber Bitcoin als Sicherheit zu hinterlegen. Dies hat den Vorteil, dass Bitcoins 24 Stunden täglich handelbar sind und schneller als beispielsweise eine Immobilie liquidiert werden können. Zudem arbeitet die Bank aktuell an mehr als einem Dutzend neuer Produkte und Dienstleistungen, die sich alle um das Thema Blockchain drehen. Erst Anfang dieses Monats reichte die Bank ein öffentliches Aktienangebot in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an der Börse ein. Interessant ist, dass die Korrektur der Aktie mit diesem Angebot endete. Das ist positiv zu werten und zeigt auf, dass die Investoren sehr optimistisch sind, was die Verwendung des Geldes betrifft, und deutet auch darauf hin, dass das Geld, wie ja bereits vom Management angedeutet, für Übernahmen und technologische Erweiterungen verwendet werden wird. So, zum Schluss schauen wir uns noch die Kursentwicklung an. Die Aktie von Silvergate Capital, die befindet sich seit Oktober letzten Jahres in einer starken Aufwärtsbewegung und konnte seither mehr als 500% zulegen. Die letzte Konsolidierung, die im Januar passierte, die wurde explosionsartig verlassen, worauf die Aktie innerhalb weniger Wochen mehr als 100% zulegen konnte. Auch aktuell befindet sich die Aktie wieder in so einer Konsolidierung, wobei darauf hinzuweisen ist, dass, naja, wie man schon sehen kann, die Range inzwischen wesentlich breiter ist und die Aktie auch dementsprechend volatil in den letzten Wochen war. Vom Februarhoch bei knapp 200 US-Dollar ging es in nur wenigen Tagen 50% abwärts. Aktuell stößt die Aktie wieder rasch Richtung Allzeithoch vor. Einen Einstieg würde ich prozyklisch in Betracht ziehen, wenn die Aktie schwungvoll die Range im Bereich 185 US-Dollar verlässt. Antizyklisch wäre eine Möglichkeit, sich am EMA 50 zu orientieren. Kommen wir noch auf das Für und das Wider zu sprechen. Also, was spricht für die Aktie? Ja, wir haben ganz klar einen First-Mover-Vorteil. Es gibt kontinuierliche Produkterweiterungen. Wir haben hohe Nettomargen. Es gibt ein enormes Neukundenwachstum und es gibt ein großes Marktpotenzial. Ja, und was spricht dagegen? Also die Einlagen, die sind sehr stark abhängig von der Nachfrage bei den Kryptowährungen. Und die Aktie, wie gesehen, ist natürlich aktuell sehr, sehr volatil. Und die Aktie ist inzwischen auch sehr, sehr hoch bewertet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Like, und mich interessiert auch eure Meinung zum Thema Kryptowährungen bzw. auch zur Silvergate Capital Bank. Wenn ihr dazu Meinungen habt, dann dürft ihr das gerne auch unten in die Kommentarliste schreiben. So, und nun wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.